Wir sind hier auf der Schondorfer Straße, der Landesstraße 1150 in Esslingen. Wir haben die Meldung bekommen, dass zwei PKWs verunfallt sind, frontal zusammengestoßen, dass zumindest eine Person eingeklemmt sei und eine Person bewusstlos und ein PKW würde die Böschung heruntergefahren sein und dort jetzt festhängen. Im Eintreffen war es so, dass wir festgestellt haben, dass ein Fahrzeug auf den Fahrbahnen stand, verunfallt. Es kam zur Frontalkollision mit einem anderen PKW. Der zweite PKW ist ca. 10-15 Meter eine Böschung heruntergefahren und hat sich dort zwischen zwei Bäumen verkeilt. Die Fahrzeugführer selber waren nicht mehr eingeklemmt. Die waren beide aus den Fahrzeugen heraus. Der Rettungsdienst war bereits vor Ort, hat die Person schon vorab versorgt, sodass wir nur noch die Sicherungsmaßnahmen in den beiden PKW eingeleitet haben. Der eine PKW an der Böschung wurde mit einem sogenannten Mehrzweckzug gesichert gegen weiteres Herabrutschen, dass er die Böschung nicht weiter herunterrutscht. Und der andere PKW wurden Sicherungsmaßnahmen gemacht, sei es Batterie abklemmen und Brandschutz sichergestellt. Wir haben 6 Fahrzeuge und 23 Kräfte vor Ort gehabt. Ja, wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit mal Verkehrsunfälle gehabt mit eingeklemmten Personen oder Verkehrsunfälle, die schwerer waren. Es war zeitlang jetzt aber auch wieder gar nichts. Davor hatten wir eigentlich über ein Jahr Pause.